Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des 19PS4 hier auf der Vorpommern Rügen. Ja, Sämaschine umsetzen ist ja angesagt, hat man ja gestern gesagt, dass wir gleich hier hinten anfangen auf dem Feld anzusehen. Ich hoffe mal, die Sämaschine holt dann aber nicht unseren Drescher ein, aber ich glaube eigentlich kann sie das nicht schaffen. Wir werden natürlich unten zwei Vorgewände machen. Die machen wir gleich selber, weil das müssen wir eh selber machen. Und dann setzen wir die hier drüben an und dann sollte das soweit passen. Das ist jetzt bloß die Frage, was wir ansehen. Weil eigentlich, wir haben ja jetzt, oben haben wir Gerste. Und hier haben wir doch überall, haben wir jetzt schon Raps, ne, genau. Unten haben wir nochmal Sonnenblumen gemacht. Eigentlich, ja, Soja war drauf. Ich denke mal, könnten wir noch mal Hafer drauf machen. Wie sieht es denn da überhaupt? Hafer haben wir noch im Lager drin. Gerste kriegen wir dazu. Wenn nicht, machen wir Weizen drauf. Wir können ja auch Weizen drauf machen. Ja, jetzt ist ja Freitag, ne? Start ins Wochenende sozusagen. Letztes Adventswochenende, also 4. Advent. Und dann ist Weihnachten und dann ist das Jahr rum, könnte man sagen. So, vom Platz her passt das natürlich mit zwei Vorgewänden. Darum hatte ich ja gestern hier mit dem Drescher noch eins mehr gemacht. Weil dann kann man auch die Sämaschine ja ansetzen und dann müsste die eigentlich auch rumkommen. Also rumkommen meine ich so, dass er nicht frühzeitig wendet. Also ich fahre hier nicht selber, das ist der Helfer und der fährt eigentlich geradeaus. Da sieht man eigentlich mal, wie schräg das Feld ist, weil er fährt immer weiter raus vom Feld, ne? Der Helfer, der oben fertig sein wollte, ich denke mal, das wird unser Heuwender sein. Und hier müssen wir natürlich selber fahren, das kriegt er wieder nicht hin. Er stört sich wieder an der Straße. Oh ne, es war nicht der Heuwender, das wird der Schwader sein, der wird irgendwo der Meinung sein, er ist fertig. Weil es aber schon mal viel wert, dass er alleine schwaden tut, muss man ehrlich so sagen. Wenn wir das jetzt wieder alles hätten per Hand machen müssen, also selber Heuwenden, wenn wir es nicht gepflügt hätten. Wir hätten selber mähen müssen, wir hätten selber Heuwenden müssen und wir hätten selber schwaden müssen. Einsammeln bleibt an uns hängen, ist klar. Pressen auch. Aber das ist schon richtig gewesen, dass wir das als Feld so angelegt haben. So, der Helfer hat, das wird jetzt der Heuwender sein. So, und dann geht es hier auf lange Bahn. Ups, hier sind wir zu weit drüben. Das ist nicht gut. Ein Stück zurück. So, und dann kann er hier fahren.
Oh, hier kriegt man nicht mehr viel rein. Das ist schlecht. Ja, was machen wir mit der Ladung voll? Ich würde ja Sachen gleich zum Verkauf fahren. Denn noch sind wir nicht pleite. Noch haben wir 966, 65. Also nimmt zwar rapide ab das Konto, aber pleite sind wir noch nicht. Aber kurz davor könnte man sagen. Die Frage, wenn man wüsste, wie weit das noch steigt, der Preis. Er steigt nicht mehr, okay. Ja, dann können wir erst recht zum Verkauf fahren. Dann haben wir alles richtig gemacht. Dann müssen wir uns nicht hinterher ärgern, wenn noch 100 Euro gestiegen wäre. Also wird die Ladung hier gleich verkauft, dann geht es zurück hier zum Feld. Ich denke mal, der Drescher wird da voll sein, bis wir zurück sind. Ja, und dann kann der Rest so ja auch mitverkauft werden, aber erst werden wir hier vorrangig dreschen. Und der Preis wird ja eine Weile so stabil bleiben. Also nicht ewig, aber ich sag mal so die nächste 2-3 Ingame-Stunden schon. Bis dahin sollten wir das eigentlich erledigt haben. Warum er dort im Baum hängt, weiß ich natürlich nicht. Wir sind noch ein Stück vor, sonst klemmen wir uns ein. Ja, 112.000, nicht schlecht. Sozusagen der Pleite entkommen. Deutlich dann hier auch ordentlich viel. Weil die BGA reichlich zu tun. Ich sag mal, bis wir die erste Ladung dorthin gebracht haben, ab dort läuft dann die BGA. Ich denke mal, bevor sie die Ballen durch hat, wird dann diese Lage fertig sein. Hoffe ich mal. Eigentlich hatte ich jetzt fest damit gerechnet, dass der Drescher schon wieder voll ist. Ist er auch gleich. Warte mal kurz, bis er voll ist, weil dann ins Hinterherfahren will ich nicht unbedingt. So, 100% werde ich jetzt haben. Naja, nämlich Schneidwerk hoch. Also mir den hingefahren. So,
Dann können wir eigentlich, das läuft hier. Genau, zu den hier gucken. Dass wir hier den Streifen mal noch nacharbeiten, dass das alles Gras auch Heu wird. Jedenfalls bis hierhin, wo er geschwadet hat. Diesmal schaltet man aus. Aber warum er da dran klebt, das erschließt sich mir nicht so richtig. Dann fahren wir oben quer und dann kommt er hier zurück zum Hof. So viel Querfahren ist ja hier auch gar nicht. Der hat ja hier auch schon kräftig geschwadet. Aber das müssten wir eigentlich hier. Müssen sowieso noch mal rüber schwaden. Obwohl ja eigentlich relativ. Hier ist mal ein bisschen Gras dazwischen. Ach, das ist die Reihe. Ach, der hat ja auch eine Reihe ausgelassen. Das war Quatsch. So, dann geht's halt zurück zum Hof. Ja, doch sauber machen werden wir noch den Heuwender und der wird auch repariert, weil den stellen wir ja weg. Wecker werden wir nicht reparieren müssen, oder noch nicht. So, der kommt dort vorne wieder mitten in der Halle rein, der Heuwender. Jo, war zu klein. So, den lassen wir hier stehen. Genau. Dann brauchen wir den Kandidaten hier.
Ah, ja, so ein bisschen Gras dazwischen. Das ist jetzt nicht mehr zu ändern. Jetzt hole ich den Heuwender nicht nochmal her. Ach ja, ich denke mal, es wird mir hier welchen Baum nicht gefallen haben. Werden wir das hier mal schnell selber fahren. Ich meine, der Schwad ist schon recht ordentlich. Bin ich mal gespannt, was da an Ballen rauskommt. Also so sehr wenig dürften es nicht werden. Kriegt er jetzt hier alles, wenn das hier so krumm ist? Ja, sieht gut aus. Hier unten müssten wir dann auch gleich quer fahren. Da können wir eigentlich gleich hier rein abbiegen. Haben wir natürlich nicht alles mitgekriegt hier. Wir müssen reichlich nacharbeiten, oder? Wir müssen ihn dann günstiger ansetzen. Vielleicht müsste man auch erst hier auf den langen Feld ansetzen, so dass er praktisch den Überschwenk macht hier auf die kurzen Bahnen und halt zweimal auf den langen Feld ansetzen. Vielleicht dann auch noch eine Lösung. Mein Drescher ist natürlich der Korntank auch voll, ist klar. Aber wenn ich hier auf der Aufnahmeuhr gucke, sind wir ja auch schon wieder bei 20 Minuten. Eigentlich sollen die Folgen gar nicht so lange gehen. Die Bahn machen wir aber hier noch fertig und dann ist für heute Feierabend hier für den Freitag. Wenn dann nicht rückwärts fahren angeschalten ist. Im letzten Meter hier wieder Blödsinn gemacht. Ja, müssen wir nachher mit der Ballenpresse fahren.
So, wie gesagt, soll es für heute gewesen sein. Morgen am Samstag 10 Uhr geht's weiter. Würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Bis dahin und tschüss.